denke ich, kommt auch aus der Richtung, oder? Nein. Aus Belgien? Kommt aus Japan. Erst einmal guten Morgen, meine Damen und Herren. Also, meine Firma heißt Pet Beauty und wir bieten Produkte von Peteste an. Das ist eine Pflegeserie aus Japan. Ich sage nicht Shampoo-Serie, sondern Pflegeserie. Was unterscheidet jetzt Pflege und Shampoo? Shampoo ist für uns eigentlich nur, dass der Hund gereinigt wird, und Pflege beginnt schon mit der Haut. Das heißt, diese Shampoos pflegen die Haut, und die Haut ist die Grundlage für das Wachstum des Fells und die Schönheit des Fells. Gut, also wieder auf den Menschen bezogen, so wie auch, gibt es ja auch Pflegeshampoos mittlerweile. 2 in 1, 3 in 1. Das kann ich damit vergleichen. Das ist hochwertig. Genau. Gut, wenn man jetzt verschiedene, haben wir ja verschiedene Sachen hier stehen. Das ist jetzt zum Beispiel speziell ein Schlamm-Shampoo. Das ist aus verschiedenen Regionen, Schlamm von verschiedenen Regionen aus der Welt. Ja. Schlamm hat den Vorteil, es absorbiert, entschlammt, setzt Mineralien frei, tötet aber nicht die Zellen, aber die Bakterien. Gut, das hat natürlich die Firma sich dann auch der Natur zunutze gemacht, weil jedes Tier sucht den Schlamm, um sich drin zu wälzen. Was wir unangenehm empfinden, ist für das Tier gut, und deswegen macht das Tier, und ihr habt es quasi jetzt in Flaschen. Genau. Gut, dann nehmen wir das nächste. Das ist ein spezielles Weißshampoo, auch ohne Schlammanteile, aber mit hyperallergenen Stoffen drin, das also speziell die natürliche Farbe des Hundes hervorbringt. Es sind keine Bleichmittel oder Färbemittel drin, aber dadurch kann man es auch für schwarze Hunde zum Beispiel verwenden, aber weiße Hunde werden dann besonders weiß. Gut, zu weißen Hunden kann ich eine Geschichte erzählen von gestern. Sie sehen diese Rückbank, strahlend weiß. Da stand gestern ein langhaarig weißer Hund, der wird Malteser gewesen sein. Und so einen weißen Hund habe ich noch nie gesehen. Der juckte sich aber ewig. Und dann habe ich die Frau gefragt, wie sie das macht. Dann hat sie mir die Chemie gesagt, wie sie es selbst macht. Chlorix ein bisschen rein, ein bisschen Omo. Also sowas muss ich sagen, das geht gar nicht. Ich habe gesagt, ändern Sie das. Sie ist dann hier stehen geblieben, hat sich mal beraten lassen, was sie nehmen darf. Ich glaube, die wird ihren Hund nie mehr so reinigen. Also hier ist keine Chemie drin, die dem Hund schadet. Keine Chemie, nein. Gut, und Sie kriegen... Lauter natürliche, biologische Inhaltsstoffe, die auch aus Aminosäuren bestehen, die der Hund selber produziert und zum Selbstreinigung verwendet wird. Also man hat sich schon bei der Pflege der Hunde dann hier Gedanken gemacht. Jetzt kommen wir zu dem Grünen. Das ist für beide Shampoos der Conditioner. Der Conditioner ist die Spülung nach dem Shampoonieren. Den verdünnt man auch. Der bringt das Fell in die richtige Position. Und der Vorteil ist auch, dadurch, dass wir lauter biologische Produkte haben, kann man die Spülung auch im Fell drin lassen und braucht die nicht ausspülen. Also Sie sind ja jetzt nicht Erfinder der Flaschen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das so sehe, kann ich nur sagen, die haben sich wirklich Gedanken gemacht, nicht nur von den Inhaltsstoffen, sondern auch von der Anwendung. Wenn ich jetzt mal hier mit anfange, rot, das ist so das erste Stopp, jetzt muss ich erstmal anfangen, Grundpflege. Das hätte man auch gelb machen können, aber blau ist eine angenehme Farbe. Dann ist man angefangen mit Waschen, dass es auch schön weiß und pigmentverstärkt wird. Und das Grüne, grün heißt immer freie Fahrt, das ist dann als letztes Produkt, was aufgebracht wird, besser kann es nicht gehen. Jetzt haben wir noch eine Flasche. Das ist speziell eine Schlammpackung, so Art vergleichbar wie Fango bei den Menschen, weil wir bieten speziell für die Hunde oder auch Katzen Wellnessbehandlungen an, wie Aromatherapie oder hier Thalassotherapie. Da bekommt der Hund eine richtige Schlammpackung, und wie gesagt, Schlamm, was auch schon in unseren Shampoos ist, ist natürlich fürs Wohlbefinden, zum Stressabbau, für die Haustiere gut geeignet. Also ich kann Ihnen nur den Tipp geben, lassen Sie Ihren Hund nicht in irgendwelchen Schlammbädern auf dem Bauernhof rumeiern, weil man weiß nicht, was in dem Schlamm alles drin ist. Und hier wird er garantiert chemiefrei, also ich glaube, das ist der bessere Schlamm. Genau, und wichtig ist, diese Schlammpackungen werden also nur von professionellen Hundesalons durchgeführt, also das ist nichts für den Endverbraucher. Die Leute sollen dann wirklich in einen Hundesalon gehen, die darauf geschult sind, solche Anwendungen durchzuführen. Die Anwendung, das Argument ist natürlich ganz, ganz wichtig. Ich habe das einfach so in der Hand und sage Ihnen hier, das ist einfach, nehmen Sie das. Das ist nicht so. Man muss da schon einige Dinge beachten. Man muss bestimmte Vorsichtsmaßnahmen auch beachten. Man muss sagen,
Schlamm aus Meerregion ist ja salzhaltig. Ja. Und dieser Schlamm ist speziell für Hunde hergestellt, wo der ganze Salzgehalt entzogen wird. Und man sollte den Hund auch nicht den Schlamm auch nicht bei Hunden anwenden, die jetzt zum Beispiel schon große Hautprobleme haben. Gut, also wie gesagt, Sie haben es gehört vom Experten. Gehen Sie, wenn Sie dieses Mittel anwenden, in einen fachkompetenten Hundegroomer laden, lassen sich beraten. Und wenn Sie das machen, lassen Sie es vielleicht sogar bei Hundegroomer selber machen. Genau. Weil ich glaube, die Wanne zu Hause muss man sich nicht unbedingt verschlammen. So ist es. Und